Hier ist der Elvis, euer geimpfter Hund, vor allen Dingen gegen Tollwut. Und eine deutsche Firma meldet jetzt, ein Impfstoff wurde erfolgreich getestet. Die Probanden bildeten Antikörper. Tja, Covid-19-Antikörper bilden auch die, die die Infektion heil überstanden haben. Nur hat man ja schon festgestellt, das nächste Mal erwischt es sie nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich so wie bei der Grippe, ne? Bei Covid-19 ist ja eine Grippe, nur ein bisschen abgewandelt und mutiert ja auch ab und zu mal. Und hier, die Grippe, ist die Grippe ausgerottet? Schnupfen, Heiserkeit, Halsschmerzen, ne? Ja, so ein bisschen. Jedes Jahr gibt's eine neue Grippe, Schutzimpfung. Ja, und nützt die oder was? Sind die Antikörper im nächsten Jahr auch noch da? Nützt es dann wieder? Warum muss ich mich jedes Jahr impfen lassen? Ich tue es einfach nicht seit 20 Jahren und alles gut. Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt mit einer Bekannten gesprochen, die arbeitet in einem Labor eines großen deutschen Pharmaziekonzerns und das schon seit 20 Jahren. Und die hat auch mit Impfstoffen zu tun. Und die sagte mir unter der Hand, ja, pass mal auf, mein lieber Freund, ey. Also ich würde mich im Leben nie impfen lassen, wenn ich eine wenigstens, mindestens dreijährige Testphase stattgefunden hat, ja, wegen der Nebenwirkungen etc. Und so einen Impfstoff unter 2 Jahren zu entwickeln, unmöglich. So, jetzt kann man sich überlegen, glaube ich meiner Bekannten oder den Medien. Das muss jeder selber wissen, ne? Aber ich würde sagen, nö. Ich meine, haben wir jetzt in der Wasserprobe von März 2019 in Barcelona Covid-19 nachgewiesen. Das gibt es schon länger. Und jetzt, und was ist mit der asiatischen Grippe, ne? 57, ne? Da sind nochmal 50.000 Leute gestorben in Deutschland. Keine Sau hat sich drüber aufgeregt. Die Wirtschaft lief weiter. Und jetzt, was ist jetzt los? Naja, egal. Also, lasst euch mal impfen demnächst. Bumm!